Einen wunderschönen guten Hallo, meine lieben kleinen Freunde hier auf YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Craft Attack 7 mit eurer absoluten Lieblingskatze. Und heute geht es mal in eine Spezialfolge, denn heute haben wir Unterstützung von sehr vielen Leuten, die sind alle nicht im Teamspeak, aber wir haben gleich ein Meeting im Chat vereinbart mit Gamers Time, denn wir dürfen heute seine Gunpowder Farm benutzen, denn wir brauchen Feuerwerksraketen, denn mir wurde auf ehrenhafter Phoenix-Basis eine wundervolle Elytra zur Verfügung gestellt, die ich nutzen darf, um diese Elytra und eine weitere Elytra auf Leihbasis hinzuzufügen. Bedeutet, wir werden heute im End durch die Gegend düsen. Momentan ist so gut wie kein anderer mehr im End. Und wir werden versuchen, dort eine Elytra zu finden. Und vorher müssen wir eine Elytra verzaubern. Deswegen erst einmal, Leute, wir sind Level 2 zu dem 100 momentan. Hallo. So. Der zeigt mir jetzt nämlich, wo es hingeht. Das ist schon mal gut. Ich glaube, der war sowieso hier immer bei uns im Ort. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja, es ist ja nicht das Problem. So. Wunderbar. Und wir werden dort dann mehrere Elytras holen, und zwar mindestens mal 3. Den müssen wir noch anpassen. Oh ja, das können wir gerne machen. Das ist kein Problem. Den Tunnel habe ich auch gebaut. So, gehen wir mal da durch. Upsila. Ich bin da. Das sind eine Menge Kripper. Da sind eine Menge Kripper hier. Und die kann man einfach boxen, oder wie ist das verstanden? Bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Die sterbseln alle im Laufe der Zeit jetzt, wie es ist. Kennst du automatisch nutzen oder halt manuell mit Looting 3? Explosionsgefahr ist jetzt hier die Frage. Muss nur aufpassen, dass keiner mehr auf Lagerfeuer steht, wenn man sie manuell nutzt. Okay. Das bedeutet, wenn man sie einmal umschalten sollte, wenn Creeper auf dem Feuer stehen, genau. Wenn da einer noch draufsteht, dann würden sie Aggro kriegen. Okay, und so können wir sie einfach benutzen. Das bedeutet, damit könnten wir jetzt Gunpowder farmen. Das ist schon mal eine sehr, sehr coole Geschichte. Bedeutet so... Ja, die wirkt einigermaßen safe, aber man kann auch theoretisch von hier hinten. Ansonsten geht das Zeug unten in die Kisten, schreibt er. Das bedeutet hier unten eine funktionelle... Hey, da ist gerade der nette Herr am AFK'en. Okay, ja, also eine funktionierende Gunpowder-Farm, relativ coole Geschichte. Ich werde hier mal ein bisschen AFK farmen und wir werden danach unsere 200 Level benutzen, um eine Elytra voll zu enchanten, wie wir das halt am liebsten machen, mit Mending und so weiter. Und dann sehen wir, wie das Ganze weitergeht. Das bedeutet... ja, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, liebe Menschen, wir haben das Ding jetzt eine relativ lange Zeit benutzt. Unser komplettes Inventar ist mittlerweile voll mit Gunpowder. Ein einziges Gunpowder fehlt mir noch. Das ist so ein bisschen ärgerlich. Guten Tag, Mr. Pigman, wie geht's dir? Ich hoffe gut. Du siehst gut aus heute. Fein. Sehr fein. So, das bedeutet, wir warten jetzt noch einen einzigen Creeper ab, damit wir unseren Stack voll bekommen können. So, da ist unser Stack voll. Schmeißen wir noch das hier weg. Und haben wir hier noch einen Platz frei? Haben wir nicht, ne? Da ist auch die Elytra übrigens. Gut, egal. Wir lassen das einfach mal hier liegen. Und jetzt schalten wir das Ganze in den normalen automatischen Modus um. Denn unten ist JB momentan noch am Farmen. Und wir wollen natürlich, dass der fein weiterfarmen darf. Dankeschön an G-Time und an, ich glaube, Basti. Dem gehören die Farmen hier, dass ich die benutzen durfte. Und jetzt geht's an Platz 2 unserer To-Do-Liste. Und zwar das Umbauen unserer Elytra mit Verzauberungen. Upsala, das war fast schon knapp. Das bedeutet, das machen wir noch eben und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Ui. So, Menschen, wir sind zu Hause angekommen. Upsala, das war ein Hartz-IV-Geräusch. Wenn die Pfandflaschen auf dem Boden liegen, Alter, das ist krass. Leute, wir haben unsere Elytra hier und wir haben ein Mending- und ein Unbreaking-Buch. Und wir werden jetzt das Mending-Buch darauf setzen. Dadurch bringen wir das auf eine Stufe von einmal im Anvil zusammengesetzt. Und damit bringen wir das hier auf eine Stufe von zweimal im Anvil zusammengesetzt. Da wir das aber noch nicht ganz wollen und ich gute Protection-Werte haben möchte, gibt es hier links oben, Mitte oben, wo war das Ding denn? Hier ist Unbreaking, war es hier irgendwo drin? Ich habe es gerade eben gesehen, warum habe ich es nicht rausgeholt? Manchmal frage ich mich, was ich so tue.
Es ist auf jeden Fall eine Truhe, wo ganz speziell links an der Seite irgendwo Sachen extra rausgelegt sind. Ich bin gerade wirklich überrascht, dass ich hier irgendwo eine Truhe habe, wo ich mir die Zeit genommen habe, Sachen zur Seite zu legen, nur um es dann jetzt nicht zu finden. Big Touch. Wir hatten hier gerade eben eine Sharpness, eine Protection 5 Truhe und ich weiß nicht, wo ich sie hin habe. For real jetzt. Also. Da ist eine Protection 5, Gottes Willen. So, dann müssen wir lediglich noch das hier und Unbreaking zusammensetzen, um danach das hier und die Elytra zusammenzusetzen, genau in dieser Reihenfolge. Dadurch verbrauchen wir nur 5 weitere Level. Wir sind immer noch Level 191 danach. Und wir haben trotzdem ein Mending Unbreaking 3 und bekommen keine Protection drauf. Das ist faszinierend. Normalerweise müsste man eigentlich auch auf eine Elytra mittlerweile Protection drauf packen können. Kann ich anscheinend doch nicht. Bin ich fehlinformiert. Haben wir gerade eben Level verschwendet. Irrelevant. Wir haben trotzdem, auch wenn wir das da dabei haben, noch einigermaßen viel Rüstung. Und wir können jederzeit theoretisch den anderen Teil noch dazu nehmen. Lasst uns mal zur Sicherheit einmal kurz ins Bett liegen. Und danach einen Testflug hier bei uns in der Basis machen. Ein Pfeil von Dalo haben wir bekommen. Okay, es ist schon Tag. Um zu sehen, wie gut das funktioniert, wie weit wir ungefähr fliegen und ob wir den Flug überhaupt noch können von der Elytra. Das bedeutet, wir müssen... Ja, das ist in Ordnung, Leute. Das ist relativ nice so. Und was wir jetzt machen müssen, ist theoretisch einfach zu gucken... Oh, wir haben da immer noch nicht Glas drauf gemacht. Das wusste ich zum Beispiel noch gar nicht. Jetzt sehen wir schon mal, hier ist nicht viel Pfuscher Miau bei uns. Also das ist schon mal sehr nice. Und alles, was man zum Landen machen muss, ist der hier. Und die Sache ist geregelt. Und das hat gerade eben 5 Durability verbraucht. Trotz Unbreaking 3. Also selbst das ganze Zeug ist relativ aufwendig. Jetzt kommt noch die Tatsache dazu, dass wir nicht unbedingt so viele Level gerade dabei haben. Wir müssen definitiv EP-Flaschen für den Sicherheitsfall mitnehmen. Es reicht, glaube ich, locker ein Stack. Der müsste locker reichen. Aber so wie wir jetzt gerade sind... Müssten wir eigentlich im End zurechtkommen, uns ein wenig fortzubewegen. Wir werden auch zu Anfang nochmal 7 von den Enderpearls mitnehmen. Und jetzt geht es an den großen Aufgabenbereich, Leute. Wir müssen ins End gehen. Wir müssen in den Endteil wieder reingehen. Wir werden auf jeden Fall mit der Minimap arbeiten, weil ich nicht nach Koordinaten während dem Flug Ausschau halten möchte. Und wir werden schauen, dass wir, fein wie wir sind, einen Ort finden, an dem wir mehr Elytras finden. Dafür müssen wir nur einen Fort finden, das bis jetzt noch nicht gelootet wurde. Das wird dementsprechend schwierig. Und wir sollten dringend unsere Ender-Chest mitnehmen, denn da ist unser Backup-Zeug drin. Das bedeutet, die sollten wir langsam mal noch holen. Aber dann geht's auf jeden Fall ins End. So, Menschen, jetzt geht's für uns ins End. Und ich hoffe, dass das auch alles gut geht. Wir nehmen unsere Ender-Pearl in die Pfote. Rein mit uns. Und direkt 1-2 Schritte vorausgehen. Sehr schön. So, hier haben wir unsere ganzen Endermänner. Jetzt müssen wir Folgendes machen. Wir brauchen einmal Baublöcke. Ungefähr einen halben Stack möchte ich ganz gerne mitnehmen gerade. Einfach für den Fall der Fälle, dass wir was bridgen müssen. Oder auch mal für den Fall der Fälle, dass wir Enderpearls nachfarmen müssen. Denn die werden trotzdem relativ essentiell sein, damit wir das hinbekommen. Das bedeutet... Lasst uns nochmal hier einfach die Ladung mitnehmen. Bis nach hier links vorne. Und die 7 Enderpearls, die wir gerade haben, müssten locker reichen. Für den ganz großen Fall der Fälle werden wir auch hier das Endportal gleich mit einem Waypoint besitzen. Und ja, da ist jetzt wieder der Teil, dass ich die Mod benutze, beziehungsweise dass ich das Ganze modded benutze. Ganz kurz, die Waypoints gibt es aber auch in anderen Clients. Dementsprechend, ja, persönlich fühle mich da relativ ohne große Probleme. Portal Home. So, dann ist hier ein Ort für Portal Home. Und wir müssen jetzt noch einen Ort finden. Das ist, glaube ich, der, den wir umgebuddelt haben oder untergebuddelt haben. Hier vorne geht es in eine Richtung und da vorne müsste es in eine andere Richtung gehen. Der Teil hier war der zweite. Bedeutet, der zweite war der mit Sparky und so weiter. Bedeutet, in die Richtung halte ich es für realistischer, dass ich eventuell nochmal etwas Neues finde. Gut. Wichtig ist, wir dürfen nicht in der Luft sein, währenddessen der Server neu startet. Das könnte uns töten, mitsamt unserer Items. Nochmal wichtig ist, wir dürfen nicht nach unten fallen im End. Und wir sollten auch eigentlich jederzeit einen Slowfall-Trank auf Ding haben. Obwohl, ich glaube, das würde uns nicht retten können. Wait a minute. Bin ich jetzt doof? Da ist kein Portal bei mir. Ist das durch mein Optifine nicht da?
Portale im Portal bei mir? Also die Portale sehe ich ja. Ich kann sie ja sehen. Ich habe ja das Endportal schon gesehen. Das Portal ist definitiv da. Das Portal in die Richtung ist nicht mehr da. Hä? Wieso ist das weg? Es kann auch sein, dass da ein Block daneben steht und es deswegen verbuggt ist, aber ich werde mich nicht in Bedrock rein enderpearlen. Das macht Schmerzen, das tut weh, das ist nicht so geil. Ja, das Portal hier vorne existiert definitiv. Okay, das ist super strange. Okay, gut, dann finde ich das interessant, was auch immer das Portal dort, mit dem Portal dort passiert ist. Was hier alles für Blöcke stehen, abnormal. Und wir pearlen hindurch. Und hier kommen wir raus. Hier kommt auch der Exit Point raus. Bedeutet, wir drücken hier M. Waypoint. Exit. Expand. End. Okay. Hier runter. MLG. Und jetzt ist die Frage, in welche Richtung dürfen wir nicht? Wurde in jede Richtung wurde schon gegangen. Wohin ist das End? Also unser Hauptportal. Dafür gucken wir ganz kurz. Hauptportal. Wir highlighten das. Dadurch sehen wir, hier ist unser normales Hauptportal. Bedeutet, in diese Richtung würden wir ungefähr wegfliegen. Bedeutet, wir sollten auch ungefähr in diese Richtung dort fliegen. Elytra an. Einmal den Elytra-Test. Okay, der ging. Und jetzt können wir theoretisch losfliegen. In der Hoffnung, dass das alles so funktioniert, wie wir das wollen. Und dann hoffen wir mal, dass wir jetzt in diese Richtung hier irgendwie, irgendwo, irgendwann eine Festung finden mit einer Elytra, die noch nicht gelootet wurde. In einer neu generierten Welt, ohne dass uns unsere Elytra währenddessen kaputt geht. Weil so lange Flightzeit haben wir leider nicht damit. Aber wir sehen auch schon gerade, hier ist auf jeden Fall schon jemand gewesen. Bedeutet, wir biegen hier mal ein bisschen weiter nach rechts ab. Und jetzt geht es eigentlich nur noch darum, zu fliegen. Und ich glaube, das ist so eine Sache, die eignet sich wunderbar für ein Timelapse, damit wir es trotzdem auf Aufnahme haben, wenn irgendwas passiert. Bis gleich. Okay, Menschen, hier hat sich anscheinend noch keiner hingebaut. Das bedeutet, hier haben wir eventuell eine realistische Chance, wenigstens schon mal den Anfang einer Schalker-Einheit zu finden, also einer Schalker-Box. Und ein paar Endrods kriegen wir hier auch. So, wir haben Schalker Shell. Das ist schon mal eine coole Geschichte. Warten wir kurz. Der muss uns ja verfolgen, damit er uns treffen kann. So, gegen den Block führen. Ja, einmal abbauen, bekommen wir ein paar Chorusfrüchte raus. Dann bauen wir einmal auch eine Flower oben ab, damit wir die Flower bekommen. Und somit haben wir theoretisch mehr von denen. Gut, das bedeutet, das ist schon mal funktional. Wir könnten das jetzt drin looten, theoretisch. Können wir mal versuchen. Weil die Frage, wie viel man hier drin zu looten hat am Ende des Tages. Ich glaube nicht so... Hier ist, glaube ich, schon niemand drin gewesen, oder? Könnt ihr mir vorstellen, dass hier schon jemand drin war? Blub, 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 blub. Ja, hier war definitiv schon jemand drin, sonst wäre da kein Block. Ja, hier war schon jemand drin. Okay, dann gehen wir einfach direkt weiter. Das bedeutet, einmal futtern. Oh, wir sollten keine Raketen in der Offhand haben, wenn es darum geht. Hier war der Punkt, das bedeutet, wir müssen in diese Richtung weiterfliegen. Schade, dass das hier war, aber okay, dann das hier aus. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. Und dann würde ich sagen, gib ihm, Leute. Gib ihm einfach weiter. Okay, jetzt sind wir wieder an einem neuen Ort angekommen. Elytra aus der Pfote. Das war eine Waterlocked Chair. Stair. Der Bär. Yeah. Where? Genau. Öffne dich nochmal zum Reinhauen. So. Hier haben wir potenziell eine zweite Shell. Haben wir nicht bekommen. Okay. Kein Problem. Hier haben wir auf jeden Fall keinen Spawn von einem Schiff.
Bedeutet, auch hier würden wir niemals eine Elytra finden, aber wir haben die eventuelle Möglichkeit, hier oben eine... Oh, das war fast schon scharf. Knapp. Haarscharf, nicht knapp. Würdest du bitte... Unterlass das. Kollege, warum tust du das? Stopp. Stopp, stopp, ich fühle mich gemobbt. Nein, 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 nein. Es gibt noch einen Weg weiter nach oben. Dann versuchen wir den mal zu kriegen. Und währenddessen die Slowfall-Dinger auszurennen. Okay, ich bin nicht gut in Jump'n'Runs, so wie es aussieht, auch wenn das die leichtesten Jump'n'Runs sind, die ich kenne. Oh. Okay, wenigstens haben wir eine weitere Schalker-Shell gefunden. Gut, aber ich habe das Gefühl, wir finden hier trotzdem keine lootbaren Objekte. Wenn, dann sind die unten in dem Haus drin. Und was es dann ist, das ist jetzt die große Frage. Lasst uns das mal ganz kurz testen. Wir können ja immer wieder so, einfach geradeaus, rückwärts, links, rechts, geradeaus, rückwärts, links, rechts und so weiter. Wenn hier irgendwo eine Chest drin ist, dann finden wir die an einem dieser Orte hier. Hier sind nirgendwo welche. Wunderbar. Das bedeutet, wir gehen einfach weiter, wie sich das gehört. Wir sind immer noch nicht über einen einzigen Stack Raketen rausgegangen. Wir sind wirklich gut dabei, was die Raketen angeht. Und wir sind hier auch in einem Fort gelandet, das noch nicht gelootet war. Das bedeutet, ich glaube, die Dinger gehen jetzt einfach um den Boden, oder? Interessiert mich ja gar nicht. Gut, dass das funktioniert. Habe ich dich gerade angesehen? Don't do it. Okay, gut. Ich würde sagen, wir fliegen einfach mal wieder weiter. Ihr kennt die Prozedur. In der Hoffnung, dass das alles funktioniert. Gut, Elytra Flight ist an. Bedeutet, weiter geht die große Fahrt. Oder der große Flug. Was auch immer. Menschen, wir sind an einem Ort angekommen, der funktionieren könnte. Die Frage ist, ist hier jetzt was drin, was wir noch nicht gesehen haben? Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Lasst es uns herausfinden. Und wir starten direkt mit dem Jump'n'Run und verlieren es. Instant. Das ist neu. Das ist toller, besser. Steuer, näher, genau. Neuer, stärker. Sehr schön. Okay, wir müssen hier nach oben. In 10 Minuten ist Server-Neustart. Bedeutet, wir müssen sowieso aufpassen, wann wir losfliegen das nächste Mal. Weil das könnte uns theoretisch den Tod bringen, das nächste Losfliegen. Okay, das hat funktioniert. Müssen wir nur den Fly davon nutzen, um nach oben zu kommen. Wir sind irgendwie gerade... Ach, wir waren in den Endrods zwischengelagert. Auch nicht schlecht. Hier müsste eine Truhe sein. Jupp, yep, da ist eine Truhe. So gehört sich das. Emerald, Protection. Emeralds brauchen wir beides nicht. Gold, Fire Aspect Sharpness. Gold bräuchten wir, aber Gold können wir gerade auch verzichten drauf. So, die Entity muss da auch weg. Okay, das ist schlecht. Das bedeutet, hier ist nichts besonders gut lootbar für uns drin. Wie weit sind wir jetzt weg? 10.000 Blöcke schon geflogen. Das ist auf jeden Fall schon mal eine Hausnummer. Wir haben bis jetzt nur die 10-Minuten-Warnung bekommen. Das bedeutet, ich würde einfach mal weiterfliegen. Und hoffen, dass wir vielleicht noch irgendwann mal wenigstens eine Elytra vor dem Restart haben. Weil dann habe ich auch gutes Gewissen, dass wir auf der richtigen Suche sind, auf dem richtigen Weg sind, um eine Elytra mit gefunden. Okay. Das ist nicht dein Ernst. Nicht, während ich eine Elytra habe. Da ist keine Elytra drin, oder? Die Elytra ist weg. Gelootet. Verdammt! Es ist gelootet. Wir sind nicht am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Das bedeutet... Instant Health, okay. Wir sind immer noch viel zu nah dran. Das wurde alles schon gelootet. Okay. Das ist jetzt wirklich bad, weil das bedeutet, wir müssen weiter, aber wir können gerade nicht weiter. Natürlich hat mich das erwischt. Ich darf meine Rüstung nicht ausziehen in dem Moment.
Wir dürfen auch keine Endermänner anklicken. So. Das waren meine Raketen, aber das ist gut, deswegen haben wir so viele dabei. In 5 Minuten wird der Server neu gestartet. Wisst ihr was, wir machen jetzt ganz kurz einen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So Menschen, das ganze Ding ist gefixt. Wir haben jetzt wieder unsere Elytra an. Wir haben jetzt natürlich nicht unseren anderen Waypoint gehighlightet. Den Homeportal Waypoint Highlight. Aber der ist da vorne, das bedeutet, wir müssen in die andere Richtung. Wir haben die Elytra an. So, und jetzt geht's wieder weiter. Juhu! Da ist noch ein Dragonhead dran. Sieht vielversprechend aus. Da ist noch eine Elytra. Kaputt? Kaputt. Eine weitere Elytra. Das bedeutet, wir haben jetzt schon mal 2. Wir haben ein paar Dias, Curse of the Binding, nope, dankeschön. Fortune 3 Mending, nope, ist mir egal. Efficiency 30, Touch Man of Arthropods. Das ist mir komplett Wumpe, was hier drin ist, wenn ich ehrlich bin. Looting 3 ist immer wieder fein, aber das hier muss ja jetzt nun wirklich nicht sein. Dias wiederum nehmen wir natürlich mit, gar keine Frage. Und einfach auch schon für den Fall der Fälle, dass selbst wenn wir sterben, wir Sparky seine Rüstung hundertprozentig zurückgeben können, tauschen wir ganz kurz 2 von den Plätzen hier gegen einen Elytra-Platz und haben jetzt auf jeden Fall schon mal eine Elytra for safe. Alles, was wir jetzt noch brauchen, sind ein paar mehr von den Objekten hier, die wir looten können. Ich bin immer noch der festen Meinung, wir sollten irgendwie Gold oder so mitnehmen, weil wir werden es brauchen, aber wir müssen dafür auf jeden Fall einen Slot freimachen. Das ist so ein bisschen problematisch. Flight Duration damit passt. Okay. Lasst uns einfach weiter düsen. Was haben wir hier für Tränke gerade drin? Instant Health, okay. Das bedeutet, das funktioniert. Und dann müssen wir nur Gas geben. Und ab jetzt sind wir wieder im Rennen, Leute. Ab jetzt finden wir neue Elytras, wie sich das gehört. Super fein. Ja, es ist endlich mal wieder ein gigantisches Niederfort, aber hier ist kein einziges Schiff in der Nähe. Das bedeutet, das hier ist ein ganz normales Fort. Das ist interessant. Und hier ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir mal eine Elytra in die Offhand nehmen. Selbst wenn wir Rechtsklick drücken, passiert nichts. Jetzt ist die Frage. Nope, wir können das nicht öffnen, ohne dass sie uns treffen. Okay. Das sieht auf jeden Fall nicht so aus, als wäre da... Okay, du willst mich unbedingt hitten. Das ist okay. Das ist in Ordnung. Wie viele Schalker-Boxen haben wir eigentlich mittlerweile? 3 Stück. Das reicht für maximal einen. Das ist natürlich ein bisschen sad, aber wenn wir uns hier mal umgucken, wir sehen, hier ist kein einziges Schiff und wir haben auch ein kleines Problemchen, Leute, denn wir haben wirklich seit einer halben Ewigkeit das erste Fort erst wieder gefunden. Wir sind jetzt 17.000 Blöcke, also wir sind nochmal 7.000 Blöcke in eine Richtung geflogen, ungefähr seit dem letzten Fort und das ist echt mau. Also normal bin ich echt der Typ, der dafür ist, dass Sachen mau sind, weil, hallo, Katze mau, aber irgendwie ist das sehr, 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 sehr doof. Das bedeutet... Let's Elytra together, würde ich sagen. Das Zeug in die Offhand. Und weiter geht die große Fahrt. Und wir gucken mal, ob wir jetzt vielleicht wieder eins mit einem Schiff finden. Denn das sind die, die wir wollen. Schiffe sind nice. Oh, wartet mal, wir fliegen direkt in eins rein. Da ist eins mit einem Schiff. Ja, lol. Okay. Ich glaube, das war eine Sache, die wir geschafft haben, dass wir etwas mit Schiff finden. Da würde ich nice sagen zu. Sehr geil. Hier runter. Was haben wir hier? Instant Potion. Heilung für uns. Und dann können wir hier auch nochmal reinlooten. Dafür müssen wir lediglich so machen. So, nochmal eine Schalker-Box. Eine weitere Elytra. Das komplette Gold zusammen. Kein gutes Zeug. Protection 3, nope, nope. Gold zusammen. Da nochmal Zeug. Wundervoll. Und ich würde jetzt gerne ganz gerne den vorne den Drachenschädel noch mitnehmen. Aber damit wir den bekommen, müssen wir uns die Elytra anziehen. Für den Fall der Fälle, dass wir runterfliegen jetzt gleich. Und das Ganze sonst nicht funktioniert. Ja, wir haben den Drachenschädel. Hey, das ist eine echt nice Geschichte. Cool. Gut, also haben wir eine weitere Elytra. Bedeutet, wir haben jetzt schon mal die, die wir Sparky zurückgeben müssen. Im Idealfall würde ich jetzt gerne noch 2 bis 3 weitere finden.
Die zwei, die wir jetzt Sparky schulden, haben wir. Wir können ja unsere jetzige dadurch behalten, die wir jetzt haben. Das bedeutet, wir geben ihm eine Lytra plus eine zusätzliche zurück, habe ich ja geschrieben. Und ja, dann schauen wir mal, dass wir vielleicht für Flocke, Dalu und Blauli auch noch eine bekommen. Denn die haben definitiv nicht die Zeit, hier ewig rumzufliegen und haben trotzdem ein Recht, das Zeug zu haben, finde ich. Ne? Also Menschen, lasst uns mal suchen. So, liebe Menschen, und das ist der Moment, wo ich euch mitteile, dass das hier eine Zweiteilerfolge war. Davor war sie 50 Minuten. Ich habe auf Twitter eine Umfrage gemacht, ob wir heute und morgen oder heute zwei Uploads machen wollen. Und ihr habt euch für heute und morgen entschieden. Die Leute, die mir auf Twitter gefolgt haben, hatten hier die Entscheidung. Das hilft mir einigermaßen, wieder ein bisschen nachzukommen mit der Produktion. Das bedeutet im Endeffekt, hier ist jetzt Schluss für diese Folge. Morgen geht's mit dieser Folge weiter. Tut mir leid, dass wir den Content gerade so splitten, aber ich muss gerade ein bisschen gucken, wie ich das Ganze zeitlich gemanagt bekomme, dass das alles trotzdem noch gut ist. Und ja, morgen geht's dann im End weiter und es wird noch einiges Spannendes passieren. Lasst ein Like und so da und tschüss.